Beruf der Stille. Zwischen Mysterium und Stretching. Reinigungstechniken. Der unbekannte Yoga. Was hat Lachen mit Yoga zu tun? Von Asanas, Power Yoga und Prana Flow. Und in Swissmade, Ich bin Yoga, Peter Oswald. Ein Weiser in Indien sagte, wenn man sein Leben mit Yoga ergänzt, ist es, als ob Gold einen wunderbaren Duft annehme. Im Westen sind wir eigentlich dem physischen Training verfallen, weil wir körperbesessen sind. Letztlich aber ist der größte Teil des Yoga, so wie alle großen Lehren dieser Welt, auf die Qualitäten des Geistes ausgerichtet. Yoga ist vor allen Dingen ein System, das man bezeichnen könnte zuallererst als die Wissenschaft vom menschlichen Geist. Es ist vielleicht eine ganz frühe Form der Psychologie. Kannst du den Kreislauf durchbrechen, deine Gedanken, und ein für alle Mal, ja, bei dir bleiben? Das wäre echter Yoga. Das ist Yoga. Es geht noch weiter runter. If people say it's for stretching, Leute, die sagen, es handelt sich um Dehnungsübungen, sind willkommen. Vielleicht aber geschieht dann mehr als Stretching. Und es entsteht eine Verbindung zum Körper, dann eine Verbindung zum Geist, mehr Entspannung, dann eine Verbindung zur Seele. Fragen Sie 100 Yoga-Lehrer und jeder wird eine andere Erklärung von Yoga haben. Und ich glaube, alle haben recht. Im traditionellen Yoga sagt man, dass Yoga auf ein Wesen zurückgeht, das Hiranyagarbha genannt wird. Das heißt, so viel wie das uranfängliche Ei. Eigentlich das kosmische Ei, aus dem eben all das Leben entstanden ist. In diesem ersten menschliche Form habenden Wesen war bereits das Wissen vom Yoga enthalten. Die Forschung ist sich nicht einig, ob Yoga bereits in der Induskultur existierte und damit 5000 Jahre alt ist oder älter. Oder ob Indo-Arier etwa 1500 vor Christus Grundstrukturen von Yoga nach Indien brachten und er sich daraus entwickelte. Der ursprüngliche Ansatz des Yoga war sehr stark auf Meditation ausgerichtet. Die Definition von Yoga war Beruhigung des Geistes. In der Geschichte kam es dann aber zu einem Rückgang der Meditationspraxis, weil sich herausstellte, dass der Körper nicht richtig mitmachte, wenn jemand nur meditierte. Als dann vermehrt auch Praktiken angewendet wurden zur Stärkung des Körpers, für eine bessere Gesundheit, für bessere Stabilität, merkte man, dass die spirituelle Erfahrung dadurch viel tiefer, klarer und erfüllender wurde. Zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert nach Christus wurde Yoga immer weltlicher. Es wurde zu etwas, das man in sein Alltagsleben integriert und nicht beispielsweise nur in einem Kloster praktiziert. Die zweite Definition von Yoga ist Einheit oder Einklang in dem Sinne, dass man sich allem, was man tut, vollumfänglich verpflichtet und mit ganzem Herzen dabei ist. Im Verlauf der Geschichte entwickelten sich die unterschiedlichsten Arten, Yoga zu praktizieren. Ich würde heute sagen, dass der Hatha-Yoga vielleicht sogar der umfassendste Yoga ist, erst der jüngste Yoga-Weg. Und ungesagt schließt er alles das, was vorher schon entwickelt worden ist, mit ein. Für ihren Unterricht in Hatha-Yoga stützen und beziehen sich viele Schulen und Lehrpersonen mehr oder weniger auf alte indische Schriften, Lehren und Philosophien. Das kann einen Außenstehenden irritieren. Dazu kommt noch, dass sich alle einig sind, dass Yoga niemals ausschließlich Gymnastik oder nur körperliches Fitnesstraining ist. Hatha-Yoga führt unweigerlich dazu, mehr erfahren, tiefer gehen zu wollen. Das beruht hauptsächlich darauf, dass es im Hatha-Yoga keinen äußeren Erfolgsdruck gibt, wie etwa seine Zeit in einem Rennen verbessern zu müssen.
Wenn der Körper gesund ist, ist der Geist glücklich. Die durch das Praktizieren gewonnene Gesundheit lässt einen Ruhe, Frieden erfahren. Und wer sich wundert, warum er sich mit Yoga so gut, so glücklich fühlt, wird den Grund in mehr als nur der Dehnung des hinteren Oberschenkelmuskels suchen. Man kann Yoga körperlich betreiben und davon einiges profitieren, aber es gibt kein körperliches Training, das ausreichend wäre. Die moderne Medizin lehrt, dass die meisten Krankheiten psychisch bedingt sind. Wer also etwas für seine Gesundheit tun will, muss dies auch auf der mentalen Ebene tun. Ich habe keine Methode gesehen, die umfassender wäre als Yoga, sonst würde ich sie praktizieren. Yoga als Religion, wenn die Verbindung mit Gott die Definition von Religion ist, würde ich bejahen. Yoga verbindet dich mit Gott. Und wenn dich das Wort Gott stört, ersetze es durch verbindet mit Liebe. Stört dich Liebe? Ich wüsste zwar nicht, was einen daran stören könnte, ersetze es mit verbindet mit dem Leben, mit der Energie, miteinander. Dieses Element des Verbindens mit der Seele, mit Liebe, mit Energie, das haben Religion und Yoga gemeinsam. Doch lange bevor er den Westen erobert hatte, wäre der Hatha-Yoga unter britischer Kolonialherrschaft in Indien beinahe verloren gegangen. Zu verhindern wusste das ein Lehrer, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert seinen pubertierenden Schülern Yoga unterrichten wollte. Und so musste Krishnamacharya bis nach Tibet reisen, um einen Lehrer zu finden, der noch Yoga unterrichten konnte. Er brachte Yoga zurück nach Indien und begann ihn vor allem innerhalb des Schulsystems zu unterrichten. Zur selben Zeit kamen Leute aus dem Westen, um zu lernen. Und sie machten ihren Job gut, indem sie die Erkenntnisse verarbeiteten und lernten, Yoga so zu unterrichten, dass er allgemein akzeptiert und nachhaltiger praktiziert werden konnte. Und wie der Westen die Vorteile erkannte, entdeckte auch Indien den Hatha-Yoga neu und brachte ihn zurück in die eigene Kultur. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts ging das los. Und dann wuchs das kontinuierlich, kann man sagen, über die Jahrzehnte hinweg bis in die heutige Zeit hinein. Die Auslöser waren vielleicht eben die Beatles, die nach Indien gereist sind, zum dem Guru da, Mahesh Yogi. Dann begann es zu boomen. Also die anderen Yogis haben dann gesagt, er verkauft Mantras, er verkauft Schlaftabletten. Das sind Schlaftabletten. Wenn du da immer sagst, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, dann schläfst du ein. Einige Zeit nach diesen Aufnahmen kam es an einem Kongress in Delhi gar zu einem Eklat. Vielleicht waren es 4000 Leute, die saßen da drin. Und dann kam der Mahesh Yogi rein. Und dann gab es Stimmen. You have ruined the yoga! Raus mit dir! Und er ist gegangen. Es gibt Menschen, die merken, dass sie, wenn sie die Mittel des Yoga geschickt einsetzen, Macht über andere Menschen gewinnen können. Dhirendra Brahmachari, ein Yogalehrer, der Indira Gandhi über viele, viele Jahre begleitet hat, war in Indien so eine Figur. Und einige haben immer gesagt, das ist einer, der missbraucht seine Macht. Der missbraucht auch seine Macht über Indira Gandhi. Er hat Indira Gandhi und ihre Familie sehr gemocht, denke ich. Die waren gut befreundet und viele Leute eben haben dann gedacht, das sei da so eine Art Rasputin, der da in Indira Gandhis Leben getreten ist und jetzt versucht, die ganze Macht über Indien und die ganze Welt an sich zu reißen. Das ist völlig absurd. Er hat nie irgendwie politische Äußerungen gemacht, irgendwelcher Art. Der in Bern lebende Reinhard Garmenthaler ist der letzte Schüler von Dhirendra Brahmachari. Und er praktiziert als einer der wenigen einen reinen, traditionellen Yoga, der auf Außenstehende auch irritierend wirken kann. Also diese Art von Yoga, die ich betreibe, wendet sich an Leute, die auch allein sein können.
eben einsam und allein zu üben und zu leben. Das war die Voraussetzung früher in alter Zeit, um ein Yogi zu werden. Da wurde gesagt, du musst, suchst dir eine Höhle oder irgend, baust dir eine Hütte, suchst dir einen Guru und übst dann ganz einsam und allein für dich, jahrzehntelang vor dich hin. Bei mir ist genau dasselbe passiert, obschon ich das nicht als wünschenswert empfand. Ich habe einfach Yoga entdeckt und dann hat das Leben mich gezwungen, etwa 25 Jahre lang ziemlich allein zu leben. Ich lebte völlig asketisch. Yoga sagt nicht, jeder muss ein Asket werden und die Familie und alles hinter sich lassen. Und Yoga will aber sicher, dass der Mensch sich mit voller Kraft damit beschäftigt, dass man jeden Tag eben etwas praktiziert, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Das ist das absolute, eigentlich der Inhalt des Hatha-Yoga, der besagt eben, dass die Sexualkraft, aus der wir alle entstanden sind, die größte Kraft im Universum ist. Und wenn ein Mensch es fertigbringt, diese Kraft in sich selber zu kontrollieren, dann kann er sein ganzes Leben unter Kontrolle bringen. Es sind eigentlich 10 Gebote insgesamt, um eben richtig Yoga üben zu können. Man sollte im besten Fall aufhören zu rauchen, aufhören zu trinken. Man sollte gewisse Dinge ändern, eben ein gesunder Mensch werden wollen und dann auch körperlich auf die Sauberkeit achten. Im Yoga ist das dann nicht nur die äußerliche Sauberkeit, dass man den Körper abwäscht jeden Tag, sondern auch innere Sauberkeit ist damit gemeint. Die Reinigungspraktiken, die werden im Hatha-Yoga Shat-Karma genannt. Also die 6-fachen Prozesse, die man ausführen kann, um den Körper von materiellen und auch psychischen oder sogar seelischen Verunreinigungen zu befreien. Darmspülung und so, das sind unappetitliche Übungen auch, das sind seltsame Übungen. Die Nasenreinigung wirkt dagegen beinahe schon appetitlich. Die Reinigung geschieht dann aber nicht eigentlich so sehr, dass man sich da was durchzieht, sondern dass man mit Hilfe dieser Schnüre im oberen Bereich des Nasenraums 2 Nervenenden aktiviert, die unten am Steißbein entspringen, die Wirbelsäule hochkommen und Sutranet versucht im Unterleib das grundlegende Vitalzentrum des Menschen wieder in Bewegung zu setzen. Und das hat dann zur Folge, dass Augen, Nase, Ohren, die Zähne und so weiter gesünder werden. Ich habe solche Techniken gemacht, aber sie waren nicht wirklich nützlich für mich. Ich denke aber, dass einwandfrei zu essen sehr wichtig ist. Ich bin kein Vegetarier. Ich habe es versucht, aber es war nicht das Richtige für meinen Körper. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, Maß zu halten. Wenn man Maß hält, kann sich der Körper selber reinigen. Er kann auf sich selbst aufpassen. Nauli ist dann auch eine wichtige Reinigungstechnik. Nauli ist das Bewegen oder das Isolieren des Bauchmuskelstrangs und das Rotieren lassen dieses Bauchmuskelstrangs auf beide Seiten. Vastradoti wird die Reinigungsübung genannt. Da schluckt man einen 7 Meter langen Stoffstreifen und führt dann Nauli aus. Mit dem Tuch im Magen zieht es dann wieder raus und kann so verschiedene Arten von Schleim aus dem Magen hochbringen. Man erkennt, ob sich zu viel Kalle eben im Magen befindet. Es sind Übungen, die besonders wertvoll wären für Diabetiker und Leute, die eben mit genau diesem Teil, mit der Bauchspeicheldrüse, der Gallenblase und solchen Organen Probleme haben. Man muss diese Reinigungstechniken des Hatha-Yoga verstehen in einer ganz engen Verbindung und Verzahnung mit dem Ayurveda. Die wird man je nachdem, wie die körperliche Befindlichkeit ist, regelmäßig anwenden oder punktuell anwenden. Kapalabhati heißt so viel wie ein Licht im Schädel anzünden. Durch eben diese Atemtechnik, es ist eine Reinigungsatmung,
wo man wie ein Blasebalg die Luft ein- und ausstößt. Weil Yoga eine Wissenschaft ist und wir damit Energie bewegen, muss ein großes Hintergrundwissen vorhanden sein. Ich offeriere nur die Reinigungstechnik Kapalabhati, Atem des Feuers, und auch die nur für höchstens 3 Minuten. So bleibt es eine Art Einführung, ohne wirklich etwas auszulösen, wie etwa bei 13 oder 23 Minuten. Da lasse ich die Finger davon, weil es etwas auslösen könnte, das ich nicht kontrollieren kann. Es ist beinahe wie mit der Alchemie. Es ist äußerst ratsam zu wissen, wie man damit umgeht. Yoga ist gefährlich, wenn es falsch ausgeübt wird. Auch Reinigungsübungen, die nicht fachmännisch ausgeführt werden, die haben sicher keinen positiven Effekt, auch wenn man sie ausführen kann. Es ist also nötig, dass man diese Dinge von jemandem lernt, der sie auch von jemandem gelernt hat, der diese Dinge beherrscht hat. Der Yoga wird heutzutage sehr stark vermarktet. Auch Yoga-Lehrausbildungen werden sehr stark vermarktet. Die Europäische Yoga-Union hat deswegen Lehrpläne entwickelt, die Minimum 3 Jahre dauern. Inzwischen dauern sie 4 Jahre, damit wir wirklich eine solide Basis abliefern können. Brauchen wir im Schnitt immer um die 1000 Stunden. Ein gut ausgebildeter Yogalehrer hat ungefähr das Grundwissen eines Heilpraktikers. Man braucht zumindest Grundkenntnisse darüber, wie die Psyche funktioniert. Dann haben wir die gesamte Yoga-Philosophie, ohne die Yoga kein Yoga ist. Oder dass es überhaupt einen Prozess in Gang setzt, hat damit zu tun, dass es die Yoga-Philosophie gibt, auf die dieses Üben sich ununterbrochen bezieht. Ein Grundelement im Hatha-Yoga sind die Körperübungen, die Asanas genannt werden. Die Asanas sind der Zutritt in die Hatha-Yoga-Praxis. Sie sollen bewirken, dass der Körper in ein Gleichgewicht kommt. Ich arbeite mit den Asanas so, ein Gleichgewicht entstehen zu lassen und das dann zu etablieren. Aus diesem Gleichgewicht, das ich im Körper etabliere, entsteht Gesundheit. Die ältesten Yoga-Stellungen sind normalerweise nach Tieren benannt, beispielsweise die Kobra-Stellung. Dieses Öffnen der Brust ist dem Herausstellen der Haube einer Kobra sehr ähnlich. So beschreiben Energien aus dem Tierreich verschiedene Energien, die wir in unserem eigenen Körper spüren. Es ist der Stolz, das Öffnen, die ganze Fülle einer Kobra beim Öffnen ihrer Haube. Die alten Hatha-Yoga-Texte sagen, jedes Tier habe sein eigenes Asana, das es praktiziere und das ihm gut tue. Hunde machen ihr Asana, die Hundestellung, um den Rücken auszuweiten am Morgen. Jedes Tier hat nur ein einziges. Wir Menschen dagegen brauchen verschiedene Asanas für unsere Gesundheit. Früher sagte man 87. Die Anzahl veränderte sich mit der Zeit. Yoga-Stellungen haben ein riesiges Potenzial. Und durch Yoga eben versucht man, unbewusste Nerven bewusst zu machen. Wenn man in einer Yoga-Stellung versucht, den Fuß hinter den Kopf zu ziehen, dann geschieht das nicht darum, weil man den Leuten zeigen will, dass man ein beweglicher Mensch ist, sondern weil man so eben im Bereich des Beckens, im Bereich dieses Oberschenkelhalsknochens dann Nerven plötzlich aktivieren kann, die normalerweise gar nicht aktiv sind. Die ältesten Stellungen sind der Kopf- und der Schulterstand und einige der im Sitzen ausgeführten Drehungen und Dehnungen. Die meisten der Stellungen, die wir heute praktizieren, wie beispielsweise der Krieger, sind eher neueren Datums und nicht 500 Jahre alt. Und ich glaube, je größer das Verständnis für die Möglichkeiten der Asanas wurde, desto mehr Stellungen fügten wir dazu. Heute praktizieren wir eine Mischung aus alten und ganz neuen Stellungen. Man kann sie Asanas oder Stellungen nennen. Ich benutze sie.
Sie sind das Werkzeug für den Unterhalt unseres Körpers, kreative Wege, Stellen in unserem Körper zu berühren, damit es denen gut geht. Ich berühre meine Finger, meine Knie. Man benutzt sie und gibt ihnen die Chance, intakt zu bleiben. Sonst verkümmern sie. Das ist alles, was hinter diesen Bewegungen steckt. Da ist nichts schräg dabei, nichts Esoterisches. Power Yoga ist Hatha Yoga. Power Yoga ist Hatha Yoga. Der Name ist aber etwas unglücklich gewählt in Bezug auf das, was ich mache. Jeder gibt seinem Yoga einen Zusatznamen, der nur die jeweilige Version des Hatha Yoga umschreibt. Ich nannte meine Version Power Yoga, weil ich meine Art, ihn zu betreiben, als kraftvoll speziell empfand. Power Yoga schien einfach zu passen. Mit kraftvoll aber meine ich etwas, das auf positive Art umgestalten kann. Und das ist es eigentlich, um was es bei diesem Training geht. Umgestalten auf kraftvollem Weg wäre physisch das Gefühl von Gesundheit, Vitalität und von Stärke zu kreieren. Und auf der mentalen Ebene könnte man vielleicht sagen, diejenigen Fähigkeiten des Geistes zu stärken, die wir alle als nützlich empfinden, und vielleicht sogar diejenigen zu schwächen, die schädlich sind. Ich unterrichte einen Stil, der Prana Flow genannt wird. Und müsste ich in einem Lift zwischen zwei Stockwerken erklären, was das ist, würde ich sagen, das Darstellen der Natur durch Yoga. Es hilft mir, mich zu erinnern, sich wie die Natur zu bewegen. Das bedeutet, ganz in seinem Zentrum zu sein, genau zu wissen, wer man ist, aber in Bezug auf die Natur. Nicht wörtlich zu Bäumen oder zur Erde, zum Boden, zur Luft oder zum Raum, aber zueinander. Unser Yoga ist kein festgelegter Weg. Ashtanga-Yoga beispielsweise lehrt exakt 26 Stellungen in genau vorgeschriebener Reihenfolge. Bei Prana Flow arbeiten wir wellenartig und wir decken ab, was der Moment verlangt. Faszinierend an diesem System ist, dass es uns in einem gemeinsamen Fluss hält. Es geht nicht darum, jemanden beim Stretchen in eine gewisse Stellung zu bringen. Es geht vielmehr darum, wie kann diese Stellung, dieses Asana, ich nenne es Body Mudra, unsere individuelle Entwicklung fördern. Ob wir jemals ganz in diese Stellung kommen können, ist bedeutungslos. Es ist ein Werkzeug, das uns mit uns selbst verbinden soll. Eine unserer Philosophien heißt, täusche es vor. Täusche es vor, bis du es kannst. Vorgetäuschtes Lachen hat denselben Effekt wie echtes Lachen. Allerdings muss der Wille dazu vorhanden sein. Die Idee zu einem Lachclub kam Madan Kataria 1995. Es begann mit 5 Leuten, die er zufällig in diesem Park in Mumbai antraf. Heute spricht Kataria von 1300 Clubs allein in Indien und weiteren 700 Clubs weltweit. Jetzt überschwemmt Laughter Yoga die Welt mit mehr als 6000 Lachclubs in 60 Ländern. Um zukünftige Lach-Yoga-Lehrer zu unterrichten, so wie hier in der Villa Unspunnen in Wilderswil, bereist Kataria mit seiner Frau jährlich die ganze Welt. Yoga heißt den Einklang bringen. Und wenn man mit Menschen lacht, verbindet man sich mit ihnen. Und so praktizieren wir Lach-Yoga. Wir verbinden uns mit Menschen. Wir lachen niemanden aus oder machen Witze. Wir machen uns über niemanden lustig. Was wir tun ist, wir lachen in einer Gruppe in Form einer Übung. Wenn wir einander ansehen und spielfreudig wie Kinder sind, wird das Lachen real und ansteckend. Wir nennen es Lach-Yoga, weil wir Lachübungen mit Yoga-Atmung verbinden. Es ist ein wissenschaftliches Faktum, dass der Körper, selbst wenn man Lachen vortäuscht, den Unterschied nicht wahrnehmen kann. Beim Lachen atmet man länger aus und wird damit Kohlenmonoxid los, das durch frische Luft ersetzt wird. Im Lach-Yoga lernen wir richtig zu atmen, damit dem Körper mehr Sauerstoff zugeführt wird.
Auf der psychologischen Ebene, da werden Sie mir zustimmen, ist alles, was man tut, von der Stimmung abhängig. In guter Stimmung ist man in der besten Verfassung. Lach-Yoga ist eine Technik, eine Übung, die eine Stimmung innerhalb weniger Minuten verändern kann. Wenn wir lachen, schüttet unser Gehirn Endorphine aus, Wohlfühlhormone, und das verändert unsere Stimmung. Und ist man in guter Stimmung, verändert sich auch die Welt um einen herum. The whole world changes outside. Wenn ich nur Asana übe, ist es, als wenn ich mich immer nur im Foyer des Hatha-Yoga befinde. Die eigentliche Pforte rein ist die Arbeit mit dem Atem. Sie bewirkt dann diese großen Veränderungen, die stattfinden auf der emotionalen Ebene, sodass der Geist ruhig werden kann. Und aus dieser Ruhe und aus der Stabilität heraus kann der Geist überhaupt dann auch erst klar werden. Ha und Tha beziehen sich auf die unterschiedlichen Qualitäten, auf die Bewegungen des Atems. Hatha bedeutet auch kraftvoll und schlagen. Und damit rückt Hatha-Yoga in den Vordergrund, dass er eine körperliche Übung ist, die sehr anstrengend sein kann, die mit der Bewegung des Atems zusammenhängt und wie nützlich für Körper und Geist es ist, sich auf den Atem zu konzentrieren. Ich verwende sehr wenige Atemübungen. Eine davon heißt Ujjayi Pranayama. Doch das ist nur ein sehr voller, lautstarker Atem, der den Atem bewusster macht. Aber ich brauche den Atem nicht für Atemübungen. Diese Lebenskraft, die im Yoga immer wieder erwähnt wird, Prana, die man vor allem durch die Atmung aufnimmt, versuchen wir eben durch Atemtechniken viel Prana im Körper aufzunehmen und dann dieses Prana mit Bewegungen und Verschlüssen, wie es genannt wird, mit den Bandhas im Körper richtig wirken zu lassen. Das erzeugt dann starke Gefühle. Die Leute spüren, man kann sich so wie in einen Grenzbereich hineinatmen und hineinüben. Banda, das sind Verschlüsse, Muskelkontraktionen, die man verwendet, um die Atmung entweder außerhalb oder innerhalb des Körpers zurückzuhalten. Ein Verschluss wäre zum Beispiel, dass ich den Beckenboden, die Muskeln des Beckenbodens, nach innen und oben ziehe und das halte. Noch spannender wird es, wenn dann zusätzlich die Mudras, die Siegel, ins Spiel kommen. Die sogenannten Divya-Mudras, die göttlichen Mudras, das sind Übungen, Praktiken, die gewöhnlich aus Stellung, aus Atemtechnik und Verschluss bestehen. Schon hochstehende Praktiken, die man sicher nicht am Anfang schon ausführen sollte. Zu Mudras gehört vieles dazu, auch Tätowierung. Mudra heißt Siegel. Eine Tätowierung kann ein Siegel sein, man besiegelt den eigenen Körper, zeigt diese Siegel, die man sich aufdrückt. Ein Ohrring kann ein Mudra sein. Khechari ist auch eine Mudra, die sollte man nicht ohne Anleitung machen, sicher, das wäre nicht gesund. Da schneidet man sich mit einem kleinen Messer das Zungenbändchen so weit ein, bis die Zunge lange genug gedehnt werden kann, dass man sie hinter dem Halszäpfchen in den Nasenraum hochstecken kann. Im Yoga sagt man, dass unten da das Zungenbändchen eigentlich mit der Zungenwurzel verbunden ist, ein Energiekanal endet, der Saraswati genannt wird. Saraswati ist die Göttin der Sprache, des Klangs, der Künste auch, der Literatur, Wissenschaft und allem. Es gibt keine stärkere Kraft, die ich kenne, weder Drogen noch irgendetwas anderes, weder Religion oder so, die stärker eigentlich sich mit all diesen menschlichen Sachen und dem menschlichen Bewusstsein befassen. Ich selber würde sagen, es gibt nichts Besseres als Yoga.
Man muss für sich selber herausfinden, welche Art Übungen und welche Absicht dahinter die Erfahrung bringt, die man will. So ist die Wirkung der Stellungen relativ zur Person, die sie ausführt, zu den Möglichkeiten des Körpers und zu den Intentionen. Jede und jeder kann Yoga praktizieren, weil es nicht davon abhängt, wie viel man mit dem Körper machen kann, sondern ultimativ davon, wie man die Energie im Körper fließen lassen kann. Wichtig für mich ist, den Leuten klarzumachen, dass sie perfekt sind, so wie sie sind. Und dass wir es nicht nötig haben, aufs Titelblatt einer Illustrierten zu kommen. Höre auf dein Gefühl, sei behutsam, dränge nicht so sehr. Dein Gefühl ist dein Lehrer. Die Essenz des Hatha-Yoga ist das Schaffen und Bewahren dieses größeren Energieflusses, des Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins, dieser größeren Wertschätzung gegenüber dem Körper. Jede Übung, die das erreicht, ist Yoga, ist Hatha-Yoga. Sie sahen Yoga, der Ruf der Stille. Gleich anschließend den Swissmade, ein Leben im Zeichen des Yoga, Peter Oswald. Mein Leben. Ich bin Yoga. Peter Oswald, 1934 geboren, hat die Anfänge des Yoga in der Schweiz miterlebt und ist selbst zu einem Pionier geworden. Er betreibt eine Yogaschule in Basel und in Solio, einem Bergdorf im Kanton Graubünden. Hier gibt Oswald im eigenen Kurszentrum sein Wissen weiter. In einem gewissen Sinne beschäftigt sich Yoga mit einer anderen Sinneswahrnehmung. Wir verstehen nur Körper. Wir verstehen nur das Äußere. Es ist für uns ganz schwer, sich zu vergessen. Sich einmal einfach mit seinem Ego aus dem Spiel zu lassen. Und das unterrichte ich. Ich unterrichte diesen Kern des Yoga, den ich überall erlebt habe. Und dann langsam wieder zurückkommen. Erste Erfahrungen mit Yoga machte Peter Oswald bereits in seinem Elternhaus. Prägend für ihn aber war die Zeit mit dem indischen Yogalehrer Yesudian, der 1948 zusammen mit der Künstlerin Elisabeth Heutsch in der Schweiz die ersten Yogaschulen gründete. Yesudian, der Ruhige, der Stille. Er hat den Yoga wirklich in die Schweiz gebracht. Die Menschen, sie rannten zu Yesudian. Und so hatte er schnell mal 100 Leute oder 200 Leute, die Yoga machten. Überall, wo er hinkam. Ich war immer dabei. Ich bin immer wieder gegangen. Er war irgendwie wie der Vater von meiner Seele. Ich habe ihn sehr verehrt. Aber es kam dann eine Zeit, wo ich fand, es wäre für mich wichtig, einmal den Yoga, wie er in Indien praktiziert wird, kennenzulernen. Oswald reiste mehrmals nach Indien und befasste sich intensiv mit unterschiedlichsten Philosophien und Aspekten des Yoga. 1969 entstand dabei auch sein Film Yogis. Yogis, welche in Indien eine geachtete Stellung einnehmen, sind nicht gleichzusetzen mit denen, welche wir am Abendland als Fakire bezeichnen. Diese sind auf Marktplätzen, Basaren, kurz überall, wo immer ein neugieriges Publikum zu finden ist, schnell zur Stelle. Ein Fakir stellt seine Entsagung und Kasteiung zur Schau, tötet sein Fleisch ab, um von der Außenwelt angestaunt zu werden. Niemals würde ein Yogi sich auf die Ebene dieser Schaustellerei herablassen. Oswald vertiefte sich so weit in verschiedene Kulturen, Philosophien, Religionen und in die Welt des Yogas, dass er selbst zum angesehenen Swami, zum Meister, zu einem spirituellen Lehrer wurde.
Swami ist ein seltener Titel, den beispielsweise angesehene Yogis und Gurus tragen. Man beginnt mit dem Körper, nicht? Die Ernährung spielt eine Rolle. Dann die Lebenskraft, dann das Denken und Fühlen. Und dann kommt ein Zustand, wo du über Denken und Fühlen hinaus siehst und du kannst das erste Mal frei von Beeinflussung eine Sache studieren. Und dann kommt eine Stufe des Ananda, der Seligkeit, der Befreiung. Die höchste zu erreichende Stufe wäre die Erleuchtung. Nein. Selbst wenn ich es wäre, würde ich nichts darüber erzählen. Weil es nicht erklärbar ist. Wir haben ja gar nicht die Sprache dafür. Ich würde einfach mal sagen, wenn du dich vergessen kannst und dann in dir drin deine Wurzeln findest, dann entsteht etwas für dich. Elisabeth Heutsch hat gesagt, Beethoven war auch ein Yogi. Einstein auch, in seiner Art, auf seinem Weg. Es ist eine intensive Konzentration, die ausschlaggebend ist. Du kommst so tief hinein, dass du in das Wesen der Dinge hineinschaust. Im Yoga geht es immer um ein Gleichgewicht. Und ich arbeite mit Gleichgewicht. Ich verlagere mein Gewicht. Und wenn es mir schlecht geht, hundsmiserabel, fühle ich mich auch wohl. Dann habe ich die Gelegenheit, das Negative ins Gleichgewicht zu bringen mit dem Positiven. Dann habe ich die Balance. Das ist für mich eine enorme Chance. Also das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich Ihnen jetzt erzählt habe. Spüre unten, wie der Atem aus dem Bauch aufsteigt, langsam. Wenn man ehrlich mit einem Menschen zusammensitzen kann und sich versteht, das ist für mich ein Ziel, das ist Yoga.